an diesem herrlichen Tag mit ein bisschen Bodennebel noch starte ich die dritte Etappe des DTW 633 von Bahnhof Hüttelsdorf-Geras nach Weitersfeld. Zug fährt gerade ab. Für mich geht es jetzt da rüber Richtung Nonnersdorf entlang der Pulka. Bleibt's dran, herrliches Wetter wird sicher schön. Guten Morgen, ihr lieben Schafe. Die düsen noch vor sich hin, dass da gar kein Hund ist zur Bewachung. Ja. Sogar ein Wegweiser gibt es da. 30 Minuten Nannersdorf, 40 Minuten Mariengebirge. So, jetzt geht's ins Freigelände. Herrlich heute, Leute. Herrlich. So, jetzt gibt's eine Querung der Pulka. Das ist gut gemacht mit dem Steg. Wenn mehr Wasser ist, kann man da drüber gehen. Werde gerne ausnutzen natürlich. Die Pulka, ganz leise fließt sie dahin. Dankeschön. Aha. Geht's weiter geradeaus. Ja, da kommt einem maximal der Postmann entgegen. Ich bin bereits in Nonnersdorf. Ja, vor uns die Wallfahrtskirche Maria im Gebirge. Schauen wir uns kurz an, gibt es eine kurze Rast. Das dürfte die ehemalige Holzmühle gewesen sein. Ein paar Steinmauern noch vorhanden. Das haben sie einmal abgedeckt gehabt, aber ja, kommt man da rein. Nicht so klein, das Gebäude.
geht weiter nach Henrichsdorf. Das könnte die Burka sein. Interessantes Hochstandmodell mit Stahlgerüst unten, ganz massiv. Ja. Ganz neu gestaltet. Vor uns liegt die kleine Ortschaft Henrichsdorf. Mal nach dem Nebel, dem Bodennebel. Der geht da schwer raus, wie man sieht, aber wird schon. Ganz ein neues Hochstandmodell haben wir da. Modell Grünfuß. Oder so ähnlich. Der Nebel verzieht sich jetzt ganz schnell. Innerhalb von einer Viertelstunde. Bin richtig eingekreist von dem Bodennebel. Wegweiser, Fehlanzeige. Links, rechts, gerade. Laut Plan geht's links, also gehen wir nach links. Welch eine Überraschung. Ein umgeknickter oder umgebogene Stange. Obermix nix. Gibt sogar was zum Essen, er könnte was essen. Ich glaube zwar nicht, aber bin gespannt. Den Obermix nix. Da sieht man nix, weil so viel Nebel ist. Noch 5 Kilometer, hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Die Pfarrkirche zum heiligen Petrus, ein bisschen eingenebelt, von oben nichts, nichts. Ja, das war oder ist das eingenebelte Obermixnitz mit der schönen Kirche. Sonne kommt leider nicht mehr durch da. So, jetzt geht es also am Einsperrt diese Straße lang da nach Weitersfeld. Das nicht mystisch, Leute, heute dieser Nebel. Ich bin jetzt kurz vor Weitersfeld. Da kann man durchschauen. Für die Fotos wahrscheinlich nehme ich einmal an. Altes Gebäude. Lost. Bertal. Ja, liebe Leute, nach ungefähr nicht ganz 4,5 Stunden und nicht ganz 20 Kilometer bin ich am Hauptplatz von Weitersfeld. Ich glaube, da habe ich kein Glied mit Gasthaus. Ja, muss ich dort bei der Bushaltestelle warten.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen für die dritte Etappe des TTW 36 und sage Tschüss!